Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Und dieses Mal soll es wieder im Greedier Mode losgehen. Naja, wir wollen ja ein bisschen Abwechslung drin haben. Das heißt, beim letzten Mal war es ein normaler Run. Dieses Mal soll es wohl wieder ein Greedier Run werden. Ich habe gerade schon mal geguckt. Da sind noch einige sehr, sehr komplizierte Charaktere übrig. Also was heißt sehr, sehr kompliziert, ne? Aber wir haben natürlich hier, wenn man da mal ganz kurz durchguckt, die meisten einfachen Charaktere geschafft. Jetzt geht's hier, ne? Blue Baby, Eve, Samson und Lazarus, Eden, The Lost und Lilith und Deckkeeper. Das ist alles nicht so einfach. Ich habe überlegt, Eve, komm. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich wenigstens. Schon lange nicht mehr mit Eve. Außerdem haben wir da gerade eine positive Winstreak. Das geht ja so nicht, ne? Da müssen wir mal was gegen tun. Komm, Greedier Mode mit Eve. Das könnte jetzt sehr, sehr widerlich werden. Aber gut, wir haben... Ich glaube, nicht besonders viel Schaden am Anfang. Nur wenn ich mir das so angucke, wir haben nicht besonders viel Schaden am Anfang. Wir haben das komische Razor Blade, womit wir uns zumindest die Whore of Babylon holen können. Das ist wunderschön grundsätzlich. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert. Warte mal. Ich möchte mal ganz kurz zumindest erst einmal hier schauen. Ich drücke mal hier drauf. Gucke, was passiert ist. Kommt eine Fliege, das ist nicht so schlimm. Da ist noch eine Fliege, auch das ist nicht schlimm. Das Ding hätte ich durchaus ganz gerne übrigens. Die komische, so, blöpp. Das hilft mir nicht, aber flupp, wenn ich hier rausgehe, werde ich direkt hier auf Babylon. Die will ich grundsätzlich auch haben. Problem ist natürlich, egal. Wir nehmen jetzt erstmal das Ding mit, wenn ich jetzt hier schnell rübergehe. Schade, das funktioniert so nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt gleich tatsächlich... Was soll's, ne? Wir machen uns ein bisschen zusätzlich Schaden... Und haben damit dann zumindest auch eine Menge Damage. Wir haben den komischen Dings aktiviert hier. Wir wollen jetzt natürlich... Oh shit, das sind eine Menge Gegner. Wir haben den Vogel auch gleichzeitig. Das ist natürlich gut. Aber wir haben natürlich kaum Leben. Das ist... kaum Leben. Das ist nicht so gut. Eieiei, ausweichen und so. Ganz, ganz wichtig natürlich. Ganz besonders mit Eve, weil... Naja, ne? So, pam, das haben wir auch schon mal. Sehr gut. Wir haben halt nicht viel Leben, ne? Und das wird wahrscheinlich, das sind Eve-Runs, die werden so laufen. Wir werden nie besonders, shit, wir werden nie besonders viel Leben haben, wenn wir mal ehrlich sind. Wird das wahrscheinlich nicht lange, häufig vorkommen, dass wir besonders viel Leben haben werden. Vor allem nicht im Greedier-Mode. Es wäre super, wenn wir den schnell tot kriegen. Shit. Okay, damit die nämlich auch noch sterben. Das war wichtig durchaus. Oh, Schande. Du explodierst, habe ich gehört. Das ist fast kein Problem. Alter, ich habe so viel Schaden. Das ist wunderschön. So kriege ich nämlich tatsächlich die Gegner mal ausnahmsweise schnell genug tot für den Greedier Mode. Normalerweise ist das ja bei mir immer so ein großes Problem hier im Greedier Mode gewesen. Bei den letzten... Oh, shit. Bei den letzten Malen. Jetzt haben wir da ein... Oh Gott. Ein Portal. Das Portal ist aber nicht so schlimm, weil das war's schon mit Gegnern. Ha! Das hat schon mal gut funktioniert. So, dann brauchen wir natürlich dringend einen Schlüssel. Verlieren natürlich ein bisschen Schaden dadurch. Das Ding wäre insofern ganz super, als dass wir dann auch ein bisschen rotes Leben, schwarzes Leben kriegen, was halt nicht schlecht wäre. Remote Bomb Detonation hilft mir irgendwie. Warte mal. Ich glaube, das hilft mir ungefähr gar nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee. Ich dachte, wenn da eine Bombe liegt, kann ich die dann einfach so explodieren lassen? Ich glaube nicht. Aber es gibt zumindest 5 Bomben. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Das hilft mir alles irgendwie nicht so richtig. Das kann ich einmal schränken. Die eine Münze, das lohnt sich nicht. Toll, ist nichts drin. Vielen Dank. Ganz toll, Liebesspiel. Oh Mann, ey, na gut. Oh shit. Oh shit. Oh shit, das ist nicht so schön. Das ist gar nicht so schön. Das ist überhaupt nicht schön. Vor allem als erster ist das nicht schön. Als erster Boss-Typ. Ist das der mit den Lasern? Wenn ja, dann habe ich große Probleme. Wenn das... Shit, ich habe auch sowieso große Probleme. Weil, ne, jetzt ist der auch noch da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte sag mir, dass das... Oh Gott, das ist der Typ. Das ist tatsächlich der Typ. Und das ist der mit den Lasern. Ach du Schande. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn bitte machen? Stirb! Stirb, bevor du nochmal... bevor du nochmal laserst. Stirb, bevor du nochmal laserst. Oh, pff. So, pass mal auf. Flup! Ganz schnell das Evil Up mitnehmen. Und die Curse Immunity natürlich. Aber das Wichtige ist tatsächlich gerade das Evil Up. Ich könnte weitergehen, aber ganz ehrlich. Ja, natürlich. Klar. Schuhe. Dankeschön. Tolles Spiel. Super.
Oh Mann, ey. Die wollen mich doch verarschen, wollen die mich doch hier. Gibt's doch nicht. Ja, shit. Was mache ich denn jetzt? Der wird mich unter Umständen halt einfach schnell umbraten. Oh, oh. Man muss, glaube ich, irgendwie so mittig bleiben. Ich mache dem eine Menge Schaden. So ist es ja nicht. Das könnte, das funktioniert sogar. Bitte. Ich weiß nicht, welcher von den Contracts das da gerade ist, aber ich will ihn, glaube ich, haben. Das ist der Pakt. Ha! Der gibt mir Leben, Damage, etc. pp. Und den Typen sprenge ich auch noch. Ha! Noch ein bisschen mehr Leben. Meins. Es ist die Frage, möchte ich das? Nee, das Ouija Board brauche ich gar nicht. Das lohnt sich gar nicht. Nicht wirklich jedenfalls. Okay, wir gehen weiter. Das war ein ganz guter Start. Ich kann gar nicht mehr... Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht mehr auf weniger Leben fallen. Das ist aber nicht ganz wahr. Von daher gehe ich lieber mal weiter so und nehme das Ding mit. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich mir vielleicht doch noch die Remote-Bomben hole. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. So eine Box. Toll. Die sind meistens nicht so geil. Das nehme ich trotzdem mal mit. Was haben wir hier? Relax. Na super. Der Hierophant. Und natürlich gab es auch noch einen Schlüssel. Nur Godhead. God-Tears. Wow. Die Reichweite habe ich ja nicht, ne? Ich könnte ein bisschen Reichweite brauchen, aber diese komischen Ohren sind, glaube ich, ziemlich geil, wenn wir mal ehrlich sind. Da ist noch ein Evil-Up, das ich gerne hätte. Wir sprengen hier mal gerade auf. Pam. Für wunderschön, einen Schlüssel und das da. Machen wir das mal auf und gucken mal. Es ist ein Herz und eine Bombe. Na gut. Ein Herz für eine Bombe. Naja, nicht so richtig. So. Ja, das Evil-Up hätte ich gerne noch. Ansonsten, ich glaube, das gibt auch Range, ne? Und Range kann ich gerade mit dem Zeug jetzt wirklich gut gebrauchen. Von daher, sure. Ich glaube, das sind hier diese... Ich glaube, das sind die Aura-Tiers. Und die sind richtig übel. Die sind sowieso schon richtig übel, aber jetzt gerade mit dem Damage, den ich hier so habe, sind die völlig crazy. Guckt euch das mal bitte an. Eieieiei. Okay, das ist crazy. Ich glaube, zielsuchend sind die auch noch. Ganz davon abgesehen. Ich glaube, die sind sogar noch zielsuchend. Hallo, mach nochmal auf. Pam. Sehr schön. Oh Gott. Das ist nicht so schön. Also, es könnte sein, dass die zielsuchend sind. Hundertprozentig sicher bin ich nicht. Sie sind halt sehr langsam. Das ist das andere Problem. Aber das finde ich gerade gar nicht so schlimm. Ich töte immer noch mit einem Schuss. Nee, so richtig zielsuchend sind sie nicht. Die fliegen nur manchmal ein bisschen seltsam. Okay, da. Aber die müssen ja auch nicht unbedingt zielsuchend sein. Die haben ja, man trifft ja damit wunderschön und gut. Ja, ganz im Ernst. Direkt das Evil ab. Range und Shot Speed ab. Ha, und noch mehr Range. Es gibt noch mehr Range zu kaufen. Wenn ich mit dem Ding noch weiter wieder Range ansammle, dann ist das richtig... Oh shit. Dann ist das richtig stark. Hoffentlich kriegen wir das noch hin. Das wäre natürlich gut. Weil das ist ja eigentlich der große Nachteil an dem Gerät hier, dass man so extrem fies Range verliert. Aber wenn man natürlich die Range einfach wieder kriegt, dann oh lol. Und wir wissen ja, dass Range extrem wichtig ist hier in dem Spielmodus. Ranger, oh, der Halo. Damn, den hätte ich natürlich auch ganz gerne. Shit. Den kann ich mir leider nicht mehr leisten, aber gut. Oh shit, oh shit. Blighted Ovum ist nicht schön, wenn wir mal ehrlich sind. Ist das nicht so schön, aber das ist überhaupt kein Problem. Stirbt einfach quasi instant. Hallo, Krampus. Le Krampus. Le Krampus ist tot. Das ist Krampus-Kopf. Ist die große Frage. Möchte ich das Ding hier behalten oder möchte ich Krampus-Kopf haben? Das Problem ist, Krampus-Kopf kann man nicht besonders oft benutzen. Das heißt, ich werde ihn, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich werde das Ding behalten. Für, falls bei Bedarf ich das noch brauche. Okay. Ganz ehrlich, das ja, können wir direkt weitergehen, ne? Läuft. Auch wenn ich, wie gesagt, den Halo gerne gehabt hätte. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich gerne oder unbedingt mehr Leben mitnehmen sollte. Weiß ehrlich gesagt gerade auch nicht ganz, ob das Razor Blade mir normales Leben erst wegmacht oder erst anderes. Oh, guck mal, ein Little Steven. Why not? Ist ein bisschen zusätzlicher Schaden. Habe ich ja gerade einen Schlüssel gehört. Ich habe richtig einen Schlüssel gehört. Am. Das ist sogar ein leuchtender Schlüssel. Nicht, dass mir das irgendwas bringen würde. Am. Ich mache erstmal den Itemraum auf. Blub. Ich weiß gar nicht, welche das ist, aber die sind alle gut. Virgo. Ja, warum nicht? Why not? Nehmen wir Virgo. Virgo hat, glaube ich, die Möglichkeit.
Hört auf, böses Viech. Uah. Es wird immer schlimmer hier. Es wird immer schlimmer hier. Kommen keine von oben? Okay, ich dachte, da wären oben auch noch welche. War aber scheinbar nicht so der Fall. Okay. Ich wundere mich, dass gerade so Gummelgegner kommen, weil normalerweise, wenn man gute Items gekriegt hat, kommen ja die crazy Gegner, ne? Ist aber irgendwie jetzt gerade so nicht der Fall. Da! Au. Bahn genommen, auf die Presse gekriegt. War nicht so gut. Und die bewegen sich doch ein bisschen, ne? Bäh. Die sind doch zumindest ein kleines bisschen zielsuchend. So, flöp, 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 flöp. Gab es irgendwas Sinnvolles? Und das ist das Shuffeln. Das Shuffeln will ich nicht. Ich könnte mir Leben kaufen. Ich könnte auch ein... Nee. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, ich könnte auch das Ding kaufen, um... ja. Um in die Truhe reinzugucken. Oh, da ist noch eine. Bühne. Oh, I. Der Bloat. Tötet den Bloat. Tötet den Bloat. Der hässliche Bloat. Das Schöne ist, hier oben... Spring doch nach hier oben. Das ist mir völlig wurscht. Kannst du aber gar nicht. So, dann nehmen wir noch einen. Hier, oh shit. Das sind aber viele von der Sorte. Nicht, dass das ein großes Problem wäre, aber es sind trotzdem viele von der Sorte. Blup. Was gibt es hier? Ist alles irgendwie... ist alles irgendwie nicht wahnsinnig interessant. Von daher gehen wir einfach. Und ich glaube... Nö. Nö, ich kaufe mir auch nichts, was da ist. Wir gehen weiter nach unten, gucken, ob wir da noch irgendwas Sinnvolles kaufen können. Möglicherweise ist da ja noch irgendwas drin hier, ne? So. Blup. Ein Krönchen. Nee. Warte mal, ganz ehrlich, ich gucke erstmal, ob es vielleicht noch irgendwas Sinnvolleres hier, wenn ich das sowieso verwürfeln kann oder so. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Nope, Gegner gibt's hier. Toll. Hier. Da ist irgendwo noch mehr. Da sind ja noch zwei mehr hier, ne? Das ist ja unglaublich. Das ist der Blattklot da, ne? Hm. Lohnt sich ja ungefähr gar nicht. Lohnt sich ja ungefähr gar nicht. Das ist ja... Also, ne, wobei, gibt auch ein bisschen Range, ne? Und jeder zweite Schuss ist besser. Ich meine, ist halt besser als gar nichts, aber... Ne. Die Box of Spiders... Ja... Kann man halt auch ungefähr selten benutzen, ne? Grundsätzlich kein schlechtes Item, aber lässt sich halt selten mal benutzen. Weißt du was? Komm, erstmal für mehr Range und Damage. Das Ding will ich tatsächlich nicht haben, so. Aber jeder zweite Schuss ist ein bisschen weiter. Ich könnte natürlich die Habit mitnehmen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Nee, komm. Nehmen wir erstmal hier für das Stockwerk zumindest das Ding mal mit. Gucken. Da, vielleicht hilft es ja noch irgendwie. Upp. Jedes zweite kann man dann einmal noch Spinnen bauen. Weil, warum nicht? Ist er? Da ist er. Oben ist noch irgendwo. Oh shit. Oben ist noch irgendwo einer. Das Problem ist, der bringt mir halt beim Ultra Greed nichts, ne? Das ist ein bisschen nervig. Könnte noch irgendwie ein bisschen Defensive brauchen, eigentlich. Sowas wie ein Schild oder irgendwas. Das wäre schön. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Du bist doof. Du gehst mal bitte so schnell wie möglich sterben. Und jetzt wird's wieder. Oh lol. Und kein Problem. Uah. Ah, nicht? Geh auf! Sehr gut. Und das habe ich wieder verpeilt. Benutzen gerade. Wenn ich den töte, dann sterben alle anderen auch, ne? Oder? Sollte das nicht eigentlich der Fall sein? Ich weiß es nicht. Und da hinten ist noch eine, den habe ich gar nicht gesehen. So, erstmal alles mitnehmen, dann hier, komm. Das komische... Wann kann der das? Ich wusste gar nicht, dass der lasern kann. Warum kann der, seit wann kann der lasern? Böses Viech. Und seit wann kann der so... Achso. Der hat schon wieder gelasert. Ich finde das nicht gut. Hör auf zu lasern. Der andere ist sogar schon... Au, sogar schon tot. Okay, ich habe einiges an Schaden genommen, leider sogar. Ach du Schande. Ach du... Schande. Hilfe! Seid ihr alle des völligen Wahnsinns hier? Au! Hilfe! 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 Das ist ja voll crazy hier.
Ich mache schon so viel Schaden und trotzdem, aua, werde ich hier einfach, sterben die nicht schnell genug und ich werde einfach umgefahren. Das ist ja grausam, ist das ja. Oh shit. Ich brauche dringend noch in irgendeiner Art und Weise und irgendwoher leben. Gehen wir erstmal hier rein und gucke. Oh, da ist Leben. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Leben. Das ist schon mal gut. Das wird jetzt erstmal mitgenommen. Ich glaube, ich hole mir das Ding wieder, weil... Ne? Was soll das? Das andere Ding ist irgendwie crap. So, hier gibt es erstmal nichts wirklich Sinnvolles. Das heißt, wir gehen weiter nach unten. Und hoffen, dass es da nochmal irgendwas Sinnvolles gibt. So. Wer weiß. Warum drückt ich mal so schnell weg gerade? Ein Kochlöffel für Speed. Ich glaube, den brauche ich gerade eigentlich nicht unbedingt. Ich werde ihn gleich nehmen, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Würfel oder so finde, aber... Warum ist hier eigentlich überall im Moment so ein komischer Schlüssel? Da gibt es übrigens schon wieder Range. Irgendwie gibt es hier in letzter Zeit immer Range. Ja komm, why not? Mehr Range. Und die Kohle für, wenn ich irgendwas auf Range treffe, dann treffe ich das hart. Das? Speed down, Rage is building. Das ist gut. Dann kriege ich nämlich mein Speed hier einfach wieder. Okay. Will ich die Kohle haben? Ja. Gib mir die Kohle. Dann wird die Aura auch immer größer jeweils. Alter, das ist geil. Okay, never mind. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja, ich habe den oben gar nicht gesehen. War der unsichtbar? Möglich. Und wenn ja, dann ziemlich gemein und böse. Irgendwo ist was. Irgendwo ist was. Und ich sehe sie nicht. Ja. Ging quasi einfach durch die Gegner, weil holy crap. Irgendwo ist noch einer. Ja, aber lang und groß. That's what he said. Ja. Bist du? Nein, du bist nicht der Letzte. Könnt ihr mal aufhören jetzt? Diese hässlichen roten Geister immer. Immer viele hässliche Mistviecher. Und schon wieder so ein Gerät, ne? Puh. Das ist ja grausam hier. Machen wir direkt weiter, ne? Das ist auch nicht so gut. Vor allem, weil es zwei sind. Und die kommen wieder irgendwo. Beide sind die hier am... Sind hier irgendwo beide am rumeiern? Ist, was ich sagen wollte. Hallo ihr beiden. Da ist noch irgendwo... Alter, oh Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Können wir die bitte töten, bevor die... Shit, bevor die anfangen zu lasern. Irgendwo hier muss der noch sein. Genau, da ist er. Ein Problem, der wird auch einfach umgebraten. Ja, komm. Warum habe ich das nochmal gemacht? Ach ja, weil ich doof bin. Das ist nämlich das große Problem. Autsch! Das war gar nicht Autsch. Ich wurde gedingst und dann war das überhaupt gar nicht so schlimm. Der macht leider Bombenfliegen. Das ist das Problem an dem Eumel gerade. Au! Shit. Hab ich nochmal erwischt. War nicht so gut. Nee, weder Betrayal noch den Dings will ich haben. Noch den Shadow of Judah. Ja, komm. Dann hoffen wir mal, dass das irgendwie da unten möglicherweise irgendwo noch Leben zu kaufen gibt. Das wäre jetzt gut, wenn ich jetzt auf irgendeinem Stockwerk einfach Leben kaufen könnte. Und mit irgendeinem meine ich das jetzt kommende, weil danach ist nicht mehr viel mit Leben kaufen. Also danach ist überhaupt nicht mehr viel mit irgendwas kaufen. Von daher... Leben! Dammit! Eine Schraube. Hier gibt's eine Schraube. Da oben gibt's auch noch mal ein bisschen Leben. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, rumzuwürfeln. Das ist ein Evil-Up, das weiß ich zufällig. Das kaufe ich erstmal. Tears und Shot Speed Up, why not? Das ist auch ein Evil-Up, das gibt auch Leben. Das will ich gleich auch definitiv mal haben dann. Shit, die sind... Was war das denn gerade? Hä? Was hat mich denn da gerade getroffen? Hat mich schon wieder irgendwas getroffen? Ich glaube, da ist wieder gerade irgendwas in mir drin gespawnt. Und ich kann gerade so dann keinen Schaden machen. Das ist auch immer toll. Und irgendwas ist da oben.
so fies manchmal, ne? Dass man irgendwie nichts dagegen tun. Au! Dass man irgendwie nichts dagegen tun kann, getroffen zu werden. Das nervt. Das ist doch Bullshit. Das ist doch blöd, wollte er sagen. Sehr gut, die Dinger sind ausgegangen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der andere? Da ist er. Stirb! Frag mich nur gerade, warum ich da kurz nichts dran tun konnte, getroffen zu werden, weil es waren irgendwie keine Gegner, wo ich sagen würde, yo, bei denen macht das Sinn. Springen wir das mal noch. Ham. Noch mal ein bisschen, das ist sehr schön. Dann springen wir den mal noch. Ne, nochmal zwei Münzen. Die Frage ist, lohnt sich der Rest hier gerade? Ich mach erstmal weiter. Ach du Schande, warum das denn? Warum, warum muss das sein? Muss das sein? Oh Gott, oh Gott. Ja, töten, 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 töte ihn, so schnell wie möglich. Töte wenigstens einen davon. Goddammit, es ist nicht mal einer davon gestorben. Shit, das ist jetzt sehr, sehr schlecht. Das ist jetzt sehr... Alter, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn bitte machen? Einer weniger. Noch einer weniger. Und irgendwo ist noch der, genau der da. Boah, das war ja fies. Das war ja richtig gemein. So, was haben wir hier? Das ist ein Geheimraum, den ich jetzt brauche. Ganz dringend. Yo, Schuhe. Frage ist, lohnt es sich vielleicht, Dinge zu verwürfeln? Beziehungsweise, ich glaube, ich werde es nicht würfeln, sondern ich werde erstmal einmal sprengen und gucken, ob das hilft. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier Leben finde, wäre das total geil. Ha! Leben. 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 Okay. Mach ich noch einen weiter? Dann kriege ich nur einen Teufelsraum. Und wahrscheinlich wird da nichts drin sein, ohne dass ich's... Nee, komm, ich gehe so weiter. Wir gehen einfach jetzt so weiter und hoffen quasi, dass es sinnig läuft. Wir haben gar nichts mehr. Doch, wir haben noch eine Münze. Ha, ich habe eine Münze. Wobei es fast sinnvoll wäre, keine Münze zu haben. Und dann kann Emmy die nämlich nie abziehen und stärker werden dadurch. Machen wir erstmal die tot. Ja, komm, die Dings sind mir ja wurscht. Die Bombentypen. Jo. Auf geht's, wir kriegen das hin. Bin sehr, sehr zuversichtlich. Okay. Ich werde langsam... Oh Gott. Ich werde langsam... Shit. Schneller, wollte ich sagen. Es hilft mir natürlich gerade nicht. Ich wollte gerade gar nicht schneller werden. Die Dinger sind natürlich toll eigentlich, diese Tränen. Die machen massiv Schaden an Dingen, die irgendwo so in der Pampa rumliegen. Okay, das sind Bombentränen. Die sind nicht so schlimm. Da stelle ich mich einfach hier in die Mitte gerade und dann passt das. Hier ist eine Münze, die nehme ich mal mit. Kein Problem. Das ist tatsächlich gerade so kein Problem. Wenn ich ein bisschen auf Reichweite bleibe, kann der mir... Oh, da ist eine Münze, die klauen wir mal. Kann der mir da relativ wenig. Es wird erst interessant, wenn er ankommt mit so Dingen wie den Herzmünzen, sodass er dann schneller wird. Dann wird das sehr unangenehm unter Umständen. Weil ich glaube, schneller wird er unter anderem auch, oder vor allem durch die normalen Münzen, ne? Wenn er die sammelt. Dann wird er vor allem auch schneller, glaube ich. Aber ich glaube auch durch die Herzen, also durchaus durch, ja, durchaus durch beides, von daher. Nee, das sind zu viele, das sind zu viele, das sind zu viele. Ein paar muss ich wenigstens tot kriegen davon, sonst ist das sehr, sehr unangenehm. Wobei, ich glaube, die, Alter, die Tränen fliegen einfach durch, never mind. Never mind, da passiert gar nichts. Oh oh, oh oh, oh oh. Au, shit. Nein, das sind meine Münzen. Hab ich gerade, ich habe nur ein halbes Leben dadurch verloren, das ist ja cool. Das waren aber schnelle Schüsse gerade. Gehen die mit der Zeit kaputt, oder? Ja, okay, never mind. Oh oh. Aber immerhin ist mein Vogel jetzt schon da. Ich versuche übrigens immer da unten von der Tür wegzubleiben. Was völlig unnötig ist. Ich tue das, weil da ja irgendwie später immer die Dings rauskommen. Die Schüsse, die Laser. In Phase 2. Aber das tun die natürlich in der ersten Phase noch gar nicht. Von daher ist das eigentlich... Aua, shit. Völlig wurscht. War nicht so schön. Habe ich gerade ein bisschen unnötig Schaden genommen. Da ist er.
Ah. Stirb, du hässliches Mistvieh. Stirb. Er schießt auch einfach nur. Der macht manchmal so komische Ads und die sterben direkt, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Das gibt es für ihn irgendwie mehr, ne? Das werden je mehr Leben der verloren hat, desto mehr komische Münzen werden das auch. Also zumindest von den Münzen. Von den anderen weiß ich... Au, dammit. Von den anderen weiß ich das gerade nicht. Nein, das sind meine, die kriegst du nicht. Es sieht aber insgesamt ganz gut aus. Es sieht insgesamt ganz gut aus. So, wenn ich jetzt irgendwie das erreichen kann, dass mein Vogel den auch noch angreift, wäre das irgendwie super. Das muss er natürlich... Ja, erstmal tun dann. Ja. Bitte, Vogel, tue. Tue dies für mich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da ist nämlich noch ein Ding. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So, jetzt wird's interessant. Und er springt auch direkt wieder hinter mir her die ganze Zeit, ne? Die Sau. Aber kein Problem. Wo ist er? Da ist er. Kein Problem, wollte ich sagen. Man hat ja... Oh, shit. Das ist jetzt aber wieder ein Problem. Ich bin mal einfach hin und her gelaufen. Geht ja auch. In der Theorie wenigstens. Ich möchte die gerne mal tot haben. Ah! Dann machen wir das jetzt wieder so. Ich weiß nicht, ob ich genug Reichweite habe. So reicht das auf jeden Fall. So passt das. Auf dem... Kann es sein, dass jedes Mal, wenn der aufstampft, dass dann... Oh, shit. Jetzt bitte nicht springen. Dass dann jedes Mal die Türen aufgehen und die Laser kommen. Das ist mir noch nie so aufgefallen, aber es wirkt irgendwie so. Als wäre das der Fall. Stirb! Oh, oh. Geh drauf! Gott, Schande. Nicht gut. Da unten liegt noch eine Münze. Theoretisch hätte ich die in Anführungsstrichen gerne. Die holt er sich einfach. Weil dann kriegt er, glaube ich, auch Leben wieder. Das ist nicht so schön. Aber da kann ich gerade wenig gegen tun. Jetzt hör auf, da immer irgendwo... Wo will der hin? Achso, der hat sich noch mehr Münzen geholt, wa? Shit. Du holst dir zu viele Münzen. Hör auf damit. Glaube ich schon wieder, ja. Ich nehme mal auch die Münzen. Da, au, damit er es nicht tut, wollte ich sagen. Aber es sieht noch sieht es ganz gut aus alles. Das ist alles noch brauchbar hier. Noch ist alles sehr brauchbar. Ich glaube, er hat sich wieder eine Münze von ihm... Eine Münze von irgendwo geholt. Die bitte nicht holen. Das ist meine. Die wohl... Oh, shit. Er kommt mir näher. Das soll er nicht. Wir holen uns mal die noch schnell. Dann tut er das nämlich auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war gut. Die eine, die er sich hätte holen können, lag sehr nah. Die konnte ich schnell noch mir besorgen. Ah, Feuer! Ich glaube... Oh, shit. Ja. Das Krähenherz, das Crowhaar. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Dann können wir den ganzen Kram da nochmal reinschieben. Nicht, dass das irgendwas bringen würde, aber hey, warum nicht? Und im First Try, ich habe irgendwie wieder gesagt mit Eve. Oh, das wird ganz schwierig. Irgendwie ist das immer so, dass ich sage mit Eve, das ist nicht so einfach. Und irgendwie scheint Eve dann immer einer meiner besseren Charaktere zu sein. Und das funktioniert immer. Jetzt, wo die das komische Messer am Anfang hat, kriegt man aber auch immer die Whore of Babylon direkt. Und es ist eigentlich fast kein Problem mehr, die Runs sinnvoll zu schaffen. Weil viel Schaden, das wissen wir ja inzwischen, läuft bei mir immer wunderschön. Von daher habe ich da groß keine Probleme mit. Puh. Ich bin froh, erleichtert und fröhlich, dass das so gut funktioniert hat hier. Es hätte sehr, 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 sehr fies und sehr, sehr hart in die Hose gehen können. Aber ist es nicht. Das ist ein Charakter mehr, mit dem wir, glaube ich, alles... Nee, ah, nein. Nein, nein, nein. Mit ihm fehlt uns auch noch das Delirium, ne? Bin ich mir relativ sicher, dass das der Fall ist, weil ich hatte da noch keinen komischen, blutigen Rahmen um das Ding drum. Ich kann jetzt nochmal nachgucken, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. Sprich, da fehlt uns noch ein bisschen was, aber hey, ne? Ist natürlich die Frage, ob man dann jetzt zum Beispiel Eve als erstmal fertig macht oder dann erstmal was anderes macht. Aber ne, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Das Krähenherz. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich wüsste es gerne. Ich glaube, das gucke ich gleich mal nach. Also, ich hoffe natürlich, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Was hat euch gefallen?
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.